Jesus Maria, ich bin endlich da. Und jetzt rechts rum. Und dann hier an die Kette, oder? Oder darüber. An die Kette. Und dann darüber. Komm schon, jawohl. Okay, und jetzt die Kette darüber, dann muss ich auf die andere Seite wieder. Komm schon. Und dann? Dann an den Balken hoch, glaube ich, okay. Komplett hoch an den Balken. Naja. Hoppa, auf Drake. Das ist machbar alles. Geht auch fix hier. Soppa. So, und rüber. Nein, was tut er? Nein, warum? Warum springt er nicht weit? Ich habe doch ganz normal gedrückt. Oh, okay, sehr schön. Das finde ich geil. Nein, das ist ungeil. Halt dich fest. Erst einmal das Ding betätigen hier. Schöne Checkpoint-Setzung, finde ich gut. Das ist sehr schön. So, und jetzt aber komm. Na, was macht er denn? Die Steuerung reagiert nicht ganz immer auf das, was man eingibt. Dann kommt es zu solchen Missverständnissen. Zwischen mir und dem guten Nate. Komm jetzt hoch. Lauf ein Stück nach hinten und jetzt mal rennen und springen. Los geht's. Hoppa, jawohl. Es geht doch. Jetzt gleich nochmal. Jo! Hui, es war aber auch knapp. Jetzt hier an die Kette, los. Hoppa, jawohl. Jetzt. Okay. Ich sehe zwar nicht, wo du hin willst. Wo willst du denn hin? Okay. Alles klar, okay, läuft. Puh. Oh, Schritte. Komm, du Penner! Ey, ich hab dich voll erwischt! Alter! Jetzt satt. Meine Fresse. Der Puls ist schon wieder auf 180, ey. Vor allem diese hohen Höhen machen mir ja übelst zu schaffen. Wenn ich hier nicht gerade den guten Ezio steuere. Bei dem ist man immer ziemlich sicher, dass er irgendwo noch sich noch festhält, aber der gute Nate hier, der ist nicht so griffig. Oh, Vorsicht. So, was haben wir jetzt hier? Auf der Spitze dieses Turmes. Jedenfalls kein Schatz. Die vermisse ich immer, den vermisse ich immer noch. Alter, das stürzt doch jetzt ein, ich sehe es doch kommen. Schau dir das mal an. Ach so, das ist das Seil, sehr schön, okay. Heureka. Was ist jetzt? Okay, dann, Eppa. Oh! Ja, Nate, L2. Okay. Nate, lass mich rein, ist ja gut. Jetzt schaue ich mich erstmal hier um, Elena. Du hast jetzt so lange gewartet und nichts getan. Da kannst du noch ein bisschen länger warten. Habe ich hier noch Munition? Ja, ich habe noch 3 Schuss. Dann lasse ich die Le Maschinengewehr doch mal etwas liegen. So, was geht's hier? Ja, ist ja gut. Wow, was ist jetzt los? Bist du wahnsinnig? Was ist das denn bitte? Nur weil ich die Tür nicht aufgemacht habe. Sonst kannst du hier alles niederschießen, ne? Und jetzt wird sie erschossen. Mein Gott. Kann ja sagen, dass es das hier draußen Gegner sind oder was, Mensch. Meine Fresse. Geht ganz schön hart. Komm schon, achso. Komm, weiter. Nochmal. Achso, ich muss draufschießen, mein Gott. Guck halt mal hin hier. Geh mal weg! Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. 10. Das Zollhaus. Wo sind jetzt die Gegner? Jetzt sind plötzlich keine mehr da, ne? Okay, jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Der Jetski müsste noch hier stehen, oder? Wo hat sie den Jetski gelassen? Elena, was hast du mit dem Jetski gemacht? Hast ihn verkauft oder was? Okay, da ist sie. Da ist sie, das gute Stück. So kann ich hier nichts machen. Hier ist nichts, oder? Nein. Kein Schatz, nichts. Oh, was haben wir hier alles? Bücher. Okay.
Sind ihre Knarre noch? Ja, okay. Passt. Das sieht mir hier nicht so geheuerlich aus. Oh, was da unten? Ein Tisch. So. Jetzt stehen wir hier. Und da müssen wir wohl runter. Ja. Sie nimmt mal eher den direkten Weg. Und mal keine Gegner hier. Verwunderlich. Wirklich verwunderlich. Aber ich glaube, das bleibt nicht lange so. Aber ich vermute auch, dass da vorne eine nächste Sequenz auf uns wartet, wenn wir den Raum betreten. Oh, das sieht schon sehr sequenzig aus. Na, dann wollen wir mal reinschauen. Wow. Fetter Kronleuchter. Nicht schlecht. Wow. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Ha, danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh, ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von, es ist Francis Drakes Ring. Ich habe ihn quasi geerbt. Sic Parvis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte mehr als das hier. Kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Okay. Na, da bahnt sich ja was an. Oh. Dieses Geräusch, dieses Instruments ist für mich immer wie ein Alarm. Kurz danach ist immer große Schießereien gesagt. So. Hey, du, jetzt schau, was liegt denn noch so alles rum? Ich würde fast alles mitnehmen eigentlich. Ist doch bestimmt alles irgendwie wertvoll. Was macht sie denn? Toilette? Okay. Dann nicht hier bitte. Draußen ist genug Platz. Hier sind lauter wichtige, schöne alte Dokumente. Na gut, raus können wir nicht mehr. Na gut, dann nicht. Dann geht's nur noch hoch. Oha. Dann mal vorsichtig. Heureka. Werden die Kerzen ja überhaupt angezündet? Oh, toll. Totenköpfe. Ich stehe ja drauf. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wie wir wissen, Totenköpfe. Oh ja. Hallo. Und boom! Ist er tot? Oh, unfassbar, er ist tot, oder? Ein Schuss hat gereicht. Das gibt's ja nicht. Naja, wo schießt er denn hin, bitte? Oh, ein Schuss wirklich. Oh, guck mal hier, die Vögel. Aber ich schieße nicht auf Vögel. Ich schieße nur auf Menschen. Oh. Elena, du bleibst jetzt mal schön da. Halt die Füße still. Okay, okay. Mal hier rumschauen. Okay. Sauber. Dann an die Wand. Da drüben ist der. Ja, ja. Da ist der. Ja, 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 ja. Komm her, du. Oh, fuck it. Jawohl. Geil. Das war ein Luckshot. Oh, Elena, geh weg da. Hallo, hallo, hallo. Penner, komm her. Komm raus aus deinem Versteck. Oh, da ist er. Da. Fuck it. Oh, der. Schuss in die Eier, komm schon. Oh, komm mal. Versteck dich doch nicht. Jetzt hat. Ja, ja. Oh,
Wo schießt der denn hin? Penner. Steht er da oben? Wo ist er? Fuck it. Wo schießt der her? Okay. Boom! Fuck it. Komm schon. Ah, lad nach, lad nach. Oh shit, schon wieder so ein Granatentyp. Oh fuck it, okay. Weg hier. Elena, komm her. Oh, was macht die denn, hey? Toll, die ist jetzt gleich tot. Komm her. Alter, das gibt's ja nicht. Penner! Wo schießt der Penner jetzt her? Da oben. Jawohl. Boah, okay. Der ist weg. Meine Fresse. Elena, komm her. Und ich habe keine Muni mehr. Ja, hol dich mal, Drake. Jetzt los. Das ist nicht so ein Weichei. Da oben ist er. Komm schon. Jawohl. Oh, siehst du? Toll, die sieht den. Ich habe den nicht gesehen. Da sehe ich ihn auch. Der lebt auch noch. Oh Gott, wo ist der denn, hey? Gehen wir schnell hoch hier. Und schau mal, wo der ist hier. Der Penner. Da ist er. Oh, jetzt hat sie ihn. Toll, jetzt bin ich gerade hier hochgerannt. Man, Elena. Da hätte es auch ruhig mal. Und ich hätte auch mal ruhig die Granatwerfer hier nehmen können. Der wäre auch nützlicher gewesen. Meine Fresse. Ich bin total draußen. Da liegen sie alle. Tot, wie sie sind. Okay, hier ist aber auch nichts zu holen. No treasures are here. Oh, Granaten. Nehme ich mit. Immer wieder gerne. Toll. Das war bestimmt mal ein schönes Häuschen hier alles. Betonung liegt auf Ware. Heppa, oh Gott. Jawohl. Schön abrollen immer. Aus hohen Höhen immer schön abrollen, wenn man springt. Okay. Oh, was gibt's hier? Hier gibt's ein pixeliges Fenster zu sehen. Und eine minimalst schöne Aussicht. Oh, was ist da vorne? Und wir hören die Küste, das Wasser. Aber was wir noch lieber hören würden, wäre mal ein bisschen... ein bisschen Schatzkistengeklimper. Wäre mal nicht schlecht. So, hier unten ist auch nichts mehr zu reißen. No. Na den. Schauen wir mal hier hoch. Ah ja. Eine Kurbal. Vermutlich für dieses Tor. Was ist mit dir los? So. Hier geht's gleich raus. Aber lass mich erstmal schauen, was hier ist. Ach so, okay. Jetzt bin ich wieder hier. Alles klar. Habe ich gar nicht gesehen, dass da eine Treppe ist. Okay. Dann. Trigger. Dreieck. So. Jetzt schnell hoch, oder? Sonst. Ne, passt. Oh, ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleibe ich nicht hier und du kommst gleich wieder und holst mich ab? Okay, was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur... Naja, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Was führt die im Schilde? Die führt doch was im Schilde. Ja, okay, ich bleib hier, mach deine Aufnahmen, jetzt können wir da gehen, oder? Ja, schwenk die Kamera, schwenken, nicht denken. Okay. Ich zieh mir eine Knarre auf sie. Ist auch nett und charmant, ne? Während sie filmt. Oh, guck mal, oh, Knarre hier. Sehr schön. Sieht aber auch nice aus. Hätte ich eine Kamera dabei, würde ich auch mal ein bisschen drüber schwenken. Ein altes Schiffswrack.